Und da sind wir wieder bei Gothic. So, ich muss kurz überlegen. So, eben gerade ist uns leider Gothic abgeschmiert. Nun machen wir das in den Blutfliegen auch nochmal. Und diesmal auch richtig. Na komm. Komm. So. Ein Lurker. Wunderbar. Oh, wir haben so viel Erz schon wieder. Das ist so geil, echt. So. Haben wir das? Da drüben ist ein Lurker. Ich finde auch gut, dass es hier schon Strömung gibt. Also in vielen Rollenspielen, auch heute, da gibt es keine Strömung. Das spielt keine Rolle. Das ist, finde ich, so blöd, so wenn es Rollen gibt. So. Stirb. Ach, der bringt 170. Okay, dann war das ein spezieller Fall. Die es nicht wissen, in der letzten Folge, vorletzten Hilfe, haben wir den Dammlurker im alten Lager, im neuen Lager besiegt. Nun versuchen wir mal einen Waran zu knacken. Das sind noch schwarze Goblins. Wir könnten natürlich erstmal die versuchen. Kommen die hier hoch? Sicheren Stellen vielleicht nicht. Können wir die anvisieren? Ja, wunderbar. Ach, das so. Und Feuer. Wollte ich noch dürfen wir haben. Das kommt nicht hin. So. Ah, jetzt. Boah, Leute, bringt das EP. Hui. Haben wir noch einen Bolzen? Oh, einmal schauen. Ich kann jetzt gleich die Dinger ausgeben. 46 Stück noch, okay. Boah, das waren aber ein paar Punkte, die wir gekriegt haben, ey. Ach, jetzt kriegen wir auch noch jede Menge von diesen Keulen da. Die haben wir nichts dabei, ne? Okay. Ich glaube, wir speichern direkt nochmal. 1 Punkt, 3, so. Und nun könnten wir mal versuchen, mit dem Waran da kriegen. Aber dann müssen wir mal hier hoch. Wird uns das gleich töten? Können wir den Waran vernehmen? Nee. Sieht schlecht aus. Vielleicht sollen wir hier uns draufstellen. Vielleicht kriegen wir dann. Vielleicht sind wir dann genau dran. Komm. Die sind schwach eigentlich, ne? Da ist noch ein Goblin. 120 Punkte bringen die kleinen Mistviecher. So, ich glaube, wir werden hier eine ganze Menge mitnehmen können noch. Was wir auch unbedingt lernen müssen, sind Sachen mitnehmen. Also von den Tieren. Die haben ja viel geholt, den blöden Kochlöffel und so einen Scheiß. Wozu soll man das denn gebrauchen? So, dann wollen wir mal hier rumgucken. Da kommt man hin, kommen wir her. Die können wir leider nicht wegnehmen. So, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Durch den Wald dahin müssen wir nicht auch noch. Aber das können wir auch später machen. Da ist noch ein Lurker. Na, schaffen wir das hier auch, ne? Müssen wir eigentlich. Zack. Weggesaugt. Der hat wieder nichts. Schwimmen wir einmal darüber. Den Wolf da hinten haben wir ja schon getötet. So, da können wir Diego auch gleich die Dings wiedergeben. Die sagt mal schnell, Leute. Halt die Hände mit.
So. Können wir von Diego gleich mal, können wir ihm die Karte mal geben. Dann können wir noch ein bisschen warten, bis wir wieder aufgestiegen sind. Dann können wir auch das Amulett abgeben. Wir bräuchten eigentlich eine neue Hose, also die bessere. Also wir haben noch so viel zu tun, Leute. So, ach, und aber jetzt machen wir übrigens, die Aufnahme läuft jetzt ein bisschen anders. Ich nehme jetzt immer gleich mehrere Folgen an einem Stück auf und schneide die dann nachher auseinander. Also trenne die dann nachher. Deswegen auch kein Hallo, also nur neue Aufnahme und kein Zwischengeplabbel mehr bei jeder Folge. So, geben wir mal die Quest an. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre Und er war sehr gespannt. Torus sagt zu einem wie dich, halt dich ran. Ach ja, wir müssen für die anderen auch noch ein paar Sachen machen. Mach's gut. Wir haben ja hauptsächlich jetzt erstmal diese normalen Sachen gemacht. Wer bist du eigentlich? Er ist beschäftigt, okay. War doch klar. So. Ich weiß jetzt auch schon, wo wir jetzt hinlaufen. Wir besuchen dann nämlich einen Bekannten. Ich weiß gar nicht, ob wir bei ihm schon waren. Ich glaube nicht. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Markt. Ich höre nicht mehr auf das Gefallen. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Meine Geschichte muss doch wohl was dran sein. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Na gut, na gut, na gut. Lass uns lieber über was anderes reden. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. So viel Quatsch, ja, ja. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Dann wollen wir das Schwert von Fisk holen. Der gute Mann hat sich schon die Hose verkauft. Und wir müssen ihm sowieso was verkaufen. Zeig mir deine Waffe. Er hat auf jeden Fall noch ein paar Klappen. Der letzte Scheiß. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Das brauchen wir alles nicht. Wir haben ihn immer angelegt. Auch alles nicht. Immer wieder dieselbe Leier. Das glaube ich schon gar nicht mehr, oder? Ich warte, wie viel Gold hat er? Wie viel Erz? Na gut. Gequatscht wird viel. Man darf auch nicht alles glauben. Erstmal abpacken. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Machen wir schnell. Und dann holen wir uns gleich das Schwert von ihm. So. Wieder dieselbe Leiter. Hast du eine Rüstung? Nun, ich bin sicher. Das sehen wir nicht nochmal. Wir warten, glaube ich, auf die andere Rüstung. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein. Ich habe da eins, das kostet 110. Ja, ich nehme. Du hast ein gutes Geschäft. Ich glaube, wir holen uns diese Rüstung noch nicht. Also die andere Butlerhose. Wir haben jetzt nur die leichte, meine ich, ne? Ja, wir können uns natürlich die Schwere holen. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Weil wir können bald, müssen wir Schatten werden können und die Rüstung hält doch wesentlich mehr. Fisk will jetzt... Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Ich hab dein Schwert. Das war ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. So, jetzt muss ich nochmal was schauen.
So. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Erstmal Händler. Ist nah an die Tür dort. Hier. Da müssen wir rein. Da ist sein Lagerraum. Da ist jede Menge Zeug drin. Dexter. Ich will mich dem... So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Na, okay. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Ich wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Zeig mir deine Waffe. Ich habe hier nur den besten Stoff. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Die Karte. Karte brauchen wir nicht. Ich finde, könnten wir jetzt bei hier weg mitnehmen. Wahrscheinlich auch eh genug haben. Und die Triche braucht wir auch hier ein paar. So, weil wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen Mist, was wir verkaufen können. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Auch nicht. Die auch nicht. Fackel. Lass uns lieber auch nicht. Da können wir auch ein paar von loswerden. So, was brauchen wir denn noch? Bier behalten wir. Wir haben halt gelernt, Bier braucht man immer. Die Beeren brauchen wir nicht. Pilze. Verlass dich auf jemanden. Das ist nur verkaufen wegen den ganzen Scheiß hier. Das ist wirklich nicht mein Problem. Man muss eben aufpassen, was man erzählt. Na, jetzt können wir ein bisschen mehr liefern noch. Wir müssen ja auch irgendwie was aus Leben, ne? So. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern soll. So, jetzt gucken, wie weit wir jetzt kommen. Das Gebraten. Das Fleisch behalten wir. Der letzte Scheiß. Noch irgendein Mist, was wir verköttigen können. Verquatscht wird viel. Ich sehe hier noch ein bisschen. Lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber eins für dich, weil es ein Fleisch ist. So, dann nehmen wir noch ein Dietrich. Das kann schon sein, aber mich interessiert das. Fertig. Dann haben wir das schon mal durch. Das heißt, wir müssen noch ins neue Lager, ins Sumpflager müssen wir, zu den Kiffern eigentlich. Naja, schon jetzt 900 Erz. Können wir ja hier rumgehen. Wir laufen wir hier rum und gehen nochmal zu Sketty und holen uns dann schnell nochmal die 2er-Stufe.
Damit wir dann auch ein bisschen was aushalten. So. Endlich müssen wir auch ein bisschen Fleisch braten. Können wir auch später machen. Da, Jackal. Die Armbrust will ich haben. Das ist, ich meine, das ist die zweitbeste in diesem Spiel. So. Was könnten wir ihn hier auch noch verhauen? Und seine Sachen verkaufen, wenn wir mal Gold brauchen. Erz. Gegen Kilgo müssen wir noch kämpfen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Skatty. Trainierst du auch? Schon. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut. Der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes.